Plündere die Beute und ich zeig dir, wie man Pfeile macht. Okay. Metallscherben und Draht. Gut. Jetzt sammle Reinholzzweige von den Pflanzen da drüben. Machen wir. Kann ich wieder normal laufen? Ich denke schon, ne? So. Zweige. Nochmal Zweige. Die Zweige als Schaft und Metallscherben als Pfeilspitzen. Halte L1 gedrückt, um das Waffenrad zu öffnen. Und wähle und halte gedrückt. Im Jägerpfeil. Ach, da unten. Gut. Dir wird es nie an Pfeilen mangeln, wenn du sie selbst herstellen kannst. Da hat er recht. Probieren wir sie mal aus. Folg mir. So, ein bisschen scannen. Läufer. Könnte ich mir ja eigentlich mal spaßenshalber markieren. Achso. Duck dich ins Gras. Und ja, sei leise. Mach ich. Zeit für deine erste Beute, Aloy. Ein Läufer. Eine schwächere Maschine. Aber auch schwache Maschinen können Jäger töten, wenn sie nachlässig sind. Du musst deine Beute kennen. Ihre Haut ist dick, aber sie haben auch einige Schwachstellen. Wie die Augen. Kennst du noch eine? Scanner. Ach so, jetzt müssen wir eh scannen. Was ist das da? Ein Lohebehälter. Drücke R3, um den... Achso. Der Behälter auf seinem Rücken. Ist das ein Schwachpunkt? Ja. Woher weißt du das? Das Gerät. Das Gerät weiß es. Das Spielzeug. Wohl kaum. Doch, doch. Jetzt erledige den Läufer. Sieh aufs Auge. Oder auf den Behälter. Und roll aus dem Weg, wenn er angreift. So, und dann endlich. Ja, was nimmt als erstes? Das Auge. Na? Weiter feuern! Schön, schön, schön. Komm, wir haben ihn gleich. Weiter feuern! Zack, ich glaube, den haben wir erledigt. Den ersten selber erlegt. Lohe, Rohstoff. Du warst gut heute, aber du hast noch viel zu lernen. Lass uns gehen. Wir machen morgen weiter. Ja bitte, das macht Spaß. Der Junge, der auf den Kriegerpfaden. Komm, Aloy, schnell. So, ich glaube, der braucht Hilfe. Boah, es muss schön kalt sein. War das eine Statue? War das eine Brücke? Was ist da eingestürzt? So schnell daher. Komm, 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 komm. Hier so ein bisschen so Zielmarkierung, dass er das immer so glitzert. Das verstehe ich manchmal nicht so ganz. Kommt hoffentlich noch. Tja, Kollege. Aua. Das tat weh. Zeit, bis die Maschinen den Jungen sehen und töten. Wenn ich schieße, würde ich sie aufschrecken und sie würden ihn zertrampeln. Aber ich weiß, wo sie hinlaufen. Erzähl keine Märchen. Macht sie nicht. Das Gerät ist clever. Es stimmt. Ich schleich mich durch. Das wirst du nicht. Oh, und ohne Bogen. Aber wir haben noch ein paar Steinchen.
Ja, manchmal. So. Fokusmodus. Spur markieren. Drücke nach links, um einen Patrouillenweg zu markieren. Ja, muss ich. So. Ah, okay. Das heißt, er läuft immer schön hin und her. Und jetzt können wir daher sehen, wo er langläuft und schön ausweichen. Oh, okay, du kannst immer nur einen. Aber das macht ja gar nichts. So, na denn. Schnell ins nächste Gebüsch. Sie dürfen mich nicht sehen. Das Holz können wir mitnehmen, glaube ich. Da passiert nichts. Ah, okay, der kommt hier rüber. Das warten wir natürlich ab. Der ist da beschäftigt. Komm, geh weg. So, ich hoffe, er wird sich nicht umdrehen. Und ab ins nächste Gebüsch. Sehr schön. Okay, ein Truthahn. So, da haben wir den nächsten. Ich glaube, das, was auch immer da gerade wächst, das lassen wir da einfach mal liegen. Okay, ich könnte zur Not auch mit einem Stein die ablenken. Ist, glaube ich, aber nicht nötig. So, komm, geh weiter. Jetzt haben wir die Ich muss Möglichkeit. sehen, wo sie hingehen. So, schön vorsichtig. Fast geschafft. Das Holz nehmen wir mit. Ich weiß noch nicht genau, warum. Außer Pfeilen wird da bestimmt noch ein bisschen mehr mit machbar sein. Und weiter. So, gleich haben wir es geschafft. Da hinten. Hier rum. Da ist er. Okay, Tap. Der ist gerade da. Okay, nee, dann warte ich noch, bis der weg ist. Ich bin mir nicht sicher mit dem Gebüsch. Ah, lieber abwarten. Oder ablenken. Komm, geh weg. Okay, dann will er da wohl bleiben. Ihn. Wie gehst du ihnen aus dem Weg? Das verrate ich nicht. So, jetzt auf jeden Fall weiter. Wie machst du das? Sei still. So, dreht er um oder bleibt er stehen? Lange scannt er da? Oh, nicht so lange. Okay. Gleich können wir. Jetzt. Wie ist das möglich? Sei still. Lass mich arbeiten.
So, der läuft weiter. Und dann die Zeit nehmen wir uns, die haben wir. Sehr, sehr gut. Dann genießen wir den Ausblick zwischendurch. Was soll ich sonst sagen? Und sehr gut. Ab in Sicherheit. Rost wird bestimmt ein bisschen sauer sein. Rosts Lehren gefolgt. Also, ist es kein Spielzeug? Nein. Wenigstens sieht das ein. Warte. Urmutter beschütze sie. Beschütze euch beide. Sie Junge! Rettete mich. Ich wollte nur... Junge! Sei jetzt ruhig! Sie sind Ausgestoßene, beide. Und sie ist mutterlos. Wow, was für ein Arsch. Komm jetzt! Ein Danke, hätte gereicht. Und ich. Du... Der Junge hätte nicht mit uns reden dürfen. Das ist gegen das Gesetz. Okay. Macht's nicht besser. Gehen wir nach Hause. Komm mit. Ich kenne den Weg. Das haben sie sehr gut eingefangen. Kleine zickige Mädchen. Oh. Bleib weg, nicht Mutter. Wow. Entscheidungspunkte bieten Möglichkeiten an, eine emotionale Wahl zu treffen. Wie Eloy ihre Persönlichkeit ausdrückt, liegt an dir. Wähle Faust, dann stellt sich Eloy der Herausforderung direkt. Wähle Gehirn, dann nutzt Eloy ihre Einsicht, um eine clevere, weniger offensichtliche Herangehensweise zu nutzen. Wähle Herz. Naja, wahrscheinlich für... Keine Ahnung, Herz. Danke, dass der Text so schnell weg war. Ziel auf seinen Kopf, schlag ihm den Stein aus der Hand, lass den Stein fallen. Ich bin nicht dafür, dass man sich alles gefallen lässt. Aber auf den Kopf ziehen ist vielleicht auch ein bisschen hart. So, womit wähle ich denn? Damit, achso. Ich würde sagen, wir schlagen ihm den Stein aus der Hand. Könnt ihr gerne mal eure Meinung dazu äußern, aber ich denke, das wäre so das... Eigentlich finde ich das persönlich sehr, sehr, sehr gut. Auch wenn sie jetzt ausgestoßen wahrscheinlich gar nichts darf und es wieder Ärger geben wird oder sonst was. Wow, was ein Wurf. Hey. Kopf. Hallo Sancho. Auf den Kopf ziehen, ja, das wäre aber glaube ich echt hart gewesen. Ich warte beim nächsten Mal länger, versprochen. Blutest. Lass mich mal sehen. Hier, halt still. Gleich. Warum? Warum bin ich ausgestoßen? Aloy. Jetzt ist nicht die Zeit. Wann denn dann? War meine Mutter. Aloy, ich hab's dir schon gesagt. Das dürfen wir nicht wissen. Und warum nicht? Du warst noch ein Säugling, als die Stammmütter dich zu mir brachten. Und die Stammmütter wissen es? Ach, so einfach ist das nicht. Wieso nicht? Aber sie wissen es. Aloy, wir sind Ausgestoßene. Aber wie werden sie damit rausrücken? Die Stammmütter? Das könnte vielleicht möglich sein. Also wie denn? Es wird gefährlich. Wie? Du müsstest viele Jahre üben. Ist mir doch egal. Wie funktioniert es? Sag es mir. Die Erprobung. Der Initiationsritus jedes Jahr. Die ihn bestehen, werden Krieger. Aber wer auch immer gewinnt, dem erfüllen die Stammmütter einen Wunsch. Ein Wunsch? Ja, was immer der Sieger sich wünscht. Dann mache ich es. Egal wie schwierig.
werde gewinnen. Verstehe. Dann lass uns anfangen. Das ist meine Motivation. Sehr hart. Und es wird Jahre dauern. Trainieren? Ja, komm! Super. Ja, das Zielen untypisch für Mädels auf jeden Fall. Aber sie ist ja auch nicht irgendjemand, ne? Wenn sie da als ausgestoßen alleine mit Rost lebt. Daneben. Oh. Ja, da musst du schon besser reagieren. Na, das muss aber noch ein bisschen. Oh, schön. Das wird auf jeden Fall besser. Oh, cool. Da ist sich jemand aber echt sicher mit dem, was er will. Und erwachsen. Fast. Und weiter trainieren. Immer weiter. Da ist aber auch jemand krass drauf. Respekt. Und er ist alt geworden. Also man sieht's schon. Rost? Und als Einsiedler scheint es ihm auch gar nicht so schlecht zu gehen, ne? Diesen Hütte, genug zu essen. Wo ist er? Zwei Tage vor der Erprobung und er geht ohne mich weg? Das sieht ihm gar nicht ähnlich. Die Spitze des Speers. Aufstieg, Stufe 3. Fertigkeitspunkte, maximal Gesundheit. Drücke, um Fertigkeiten zu... Oh, cool. Skill-Level auch noch. Sehr schön, das gefällt mir ja sehr gut. Was haben wir denn hier? Schnelle Heilung aus dem Medizinbeutel. Zusätzliche natürliche Rohstoffe beim Sammeln. Sowas finde ich immer sehr gut. Lockruf. Ja, wird der nächste Gegner bitte. Aha. Krieger. Leichte Speerangriffe schlagen wahrscheinlicher Rüstung und Bauteile ab. Kritischer Treffer. Ich glaube, das ist echt nützlich. Das werden wir auf jeden Fall gleich nehmen. Konzentration, um die Zeit zu verlangsamen, auch sehr nützlich. Ist völlig laut, das macht arglose Gegner nicht auf dich aufmerksam. Okay, gut. Beim Zielen während des Springs oder Rutschen verlangsamt sich auch die Zeit. Oder drücke 1, um kleine Maschinenmenschen lautlos zu erledigen und größeren Gegnern... Boah, wir haben so viele gute Sachen. Wie viele Punkte haben wir? 3. Und dann kommen hier noch viel bessere Sachen, ne? Okay, also lautlos erledigen ist schon mal auf jeden Fall... das Richtige. Sammeln finde ich persönlich sehr gut. Und Zeit verlangsamen oder erstmal Nahkampf. Ah, hier, den kritischen Treffer. Doch, wir machen erstmal einen kritischen Treffer. Der Rest kommt dann schon noch. Da haben wir Jäger, Krieger, Sammler jeweils 1 auch gut verteilt. Ich denke, das kann man machen. Outfits. Okay, herstellen, Karte, Quests,
Oh. Maschinenarten, Sammelobjekte, Datenbank. Das wird lustig. So, dein Speer kann mit R1 Maschinenrüstung abschlagen. Probiere es an den Trainingsattrappen aus. Aha. Cool. Du kannst kleine Maschinen mit R2 niederschlagen. Okay. Alles klar. Nicht schlecht. Zack. Sehr schön, das gefällt mir gut. So, da war ausweichen, sammeln. Ah, schön. Dann etwas Vorrat. Auf jeden Fall. Schnell speichern. Manuelle Speicherung, okay. Minus. Strauch, nehmen wir alles mit. Trainingsattrappe. So, dann die können wir auch noch einpacken. Bin noch gespannt, wie schnell das nachwächst. Ob das wirklich weg ist. Wir wollten doch heute jagen gehen. Warum ist er nicht hier? Wohin ist er gegangen? So. Oh, ist das eine Seilrutsche? Halt, das nehmen wir noch mit. Feuerbrennwurzel. Okay. Gesundheit, Holz. Holz haben wir, glaube ich, erstmal. Was macht er hier oben? Genug. Ach, da steht er. Er steht da einfach nur rum. Ja, dann lass ihn doch. Zack. Das funktioniert auch gut. Problemlos. Aloy, du bist hier. Alles in Ordnung. Gut, dass ich Spuren lesen kann. Was sagt ihr? Ich wäre ja fürs Herz mit ist alles in Ordnung. Können aber auch aggressiv vorgehen oder clever. Was soll die Verzögerung? Gut, dass ich Spuren lesen kann. Ich wäre, ja, wie gesagt, eher besorgt. Jo, okay. Herz. Ja, dann machen wir das. Genau, neues Bett. Wolltest du allein sein? Nein. Wir müssen reden. Ich jetzt mal. Ich habe über dein Training nachgedacht, Aloy. Du kannst jagen, du kannst überleben. Aber ich fürchte, eine Lektion fehlt noch. Allein sein? Willst du sie jetzt lernen? Natürlich. Ich lerne alles, was du mir beibringst. Hier gab es kürzlich Ärger. Das gibt uns die Chance für diese Lektion, doch sie ist gefährlich. Sei vorbereitet. Oder du stirbst. Ui. Geh ins Becken hinab und jage, bis du die Teile für Feuerpfeile hast. Feuerpfeile? Von welcher Art Ärger sprechen wir hier? Wenn du die Teile hast, treffen wir uns hier, am Tor hinter dem Dorf Mutterherz. Das Nordtor? Am Rande der Umfassung? Ja. Mach dich auf den Weg. Ist sonst noch etwas mit dir? Ich hole die Teile noch was. Ich würde uns fragen, ist sonst noch etwas, ne? Ich weiß noch nicht genau, was die Symbole da sollen, aber ich wäre für ist sonst noch etwas mit dir. Ist sonst noch was mit dir? Nein, mir geht's gut. Noch was? Soll ich noch irgendwas tun, wenn ich unten im Becken bin? Oh, die kauzige Grata könnte Nahrung brauchen. Besorg ihr eine Wochenration Fleisch, wenn du die Zeit dafür hast. Wäre schön, wenn sie mal Danke sagt. Tja. Grata folgt dem Gesetz. Ihr Schweigen ist etwas Ehrenhaftes und nichts anderes. Wenn du meinst. Und woher weiß er dann, dass sie Fleisch braucht? Machst du dir Sorgen, was dann passiert? Nach der Erprobung? Was passiert, ist klar. Du wirst in den Stamm aufgenommen und ich bleibe ein Ausgestoßener, den man meidet. Rost, selbst wenn der Stamm mich aufnimmt, ich... Es gibt viel zu tun, Aloy. Wir reden später darüber. Okay. Ich besorge die Teile, aber ich werde auch bei Cast vorbeischauen. Aloy,
Dieser Mann bricht das Gesetz, wenn er mit dir spricht. Und ich bin froh darüber. Ich will eine Stolperfalle und niemand sonst verkauft an Ausgestoßene. Dann solltest du sie auch laden. Du wirst sie heute Nacht brauchen können. Das klingt geheimnisvoll. Okay, wir sehen uns am Nordtor. Kauzige Krater. Drücke, um Questmenü zu öffnen. Belohnung 1000 EP. Das ist auch eine Ausgestoßene, die Krater. Okay. Das heißt, also nicht leicht herausfinden, was sie möchte. Ach, okay, sie redet nur, wenn sie zu Unmutter betet. Also betet sie, bitte gib mir Fleisch oder sowas. Und, naja. Ich ahne schon, dass wir da gleich runter müssen. Aber... Mann. Ist schick. So. Ups. Irgendwas macht ihm echt Sorgen. Wenn er glaubt, dass ich ihn verlasse, täuscht er sich.